Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für all diejenigen, die sich wundern, warum ich jetzt hier ungeschminkt sitze, das hat einen Grund, denn das hier ist kein ganz normaler DM-Haul, sondern ein Live-Test, weil sich das ein paar von euch gewünscht haben und weil ich in der Kosmetikabteilung von DM ziemlich zugeschlagen hatte. Und ich dachte mir, anstatt es einfach so in die Kamera zu halten, wäre es doch ganz interessant, wenn ich es einfach direkt mit euch als allererstes ausprobiere und euch dann vielleicht auch gleich eine kleine Review dazu geben kann. Aber bevor wir mit dem Video loslegen, habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar hätte ich mal wieder voll Lust auf ein Q&A-Video, weil sich das einige von euch gewünscht hatten und weil ich auch oft gefragt werde, ob ich nicht jemanden grüßen kann, habe ich einfach beschlossen, dass jeder, der gerne gegrüßt werden möchte, einfach zu seiner Frage dazu schreiben kann, kannst du mich mal grüßen oder irgendwas in die Richtung. Und dann grüße ich euch, weil es einfach am Anfang eines Videos zu viel wäre, 5 Leute zu grüßen. Auf jeden Fall würde ich mich super doll freuen, wenn ihr hier unter diesem Video oder auf Instagram oder auf Twitter mit dem Hashtag AskFee mir ein paar Fragen stellt, die ihr einfach schon immer wissen wolltet. Das kann auch irgendwas total Verrücktes sein, was ihr gerne möchtet. Und ich glaube, ich habe jetzt echt genug gequatscht und wir starten gleich mal mit dem Video. Bevor wir mit dem ganzen Make-up beginnen, habe ich hier ein Ding, was ich vorher noch nie bei DM gesehen habe. Das heißt, es sollte relativ neu sein. Und zwar ist das von Evelyn der Cognac Gesichtspflegeschwamm mit grünem Tee. Der soll einen Massage- und Reinigungs- und Peelings-Effekt haben. Und ich dachte mir, bevor ich mich schminke, kann ich das ja gleich mal hier ausprobieren. Der soll 3 Minuten lang in lauwarmem Wasser liegen. Und das habe ich hier schon vorbereitet, deswegen tunken wir ihn einfach mal ein und warten. So, die Einwirkzeit ist vorbei. Der Schwamm hat seine volle Größe entfaltet. Ich habe ihn auch ein bisschen ausgewrungen, so wie es auf der Verpackung stand. Und jetzt werde ich da mal mein Gesicht damit abschrubben. Also, ich kann gleich mal sagen, dass er sehr angenehm riecht und sich auch sehr pflegend anfühlt. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt wirklich... Also man kann ihn durchaus zur Reinigung verwenden. Ich weiß nicht eben, wie viel der jetzt abbekommt, weil ich einfach komplett ungeschminkt bin. Aber er fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an. Auch wie ein leichtes Peeling. Ich kann jetzt so direkt keinen Peeling-Effekt feststellen. Liegt aber auch daran, dass meine Haut ausnahmsweise mal nicht trocken ist an den Stellen, wo sie es gerne ist. Also als ersten Eindruck finde ich den auf jeden Fall ziemlich cool, sehr angenehm. Meine Haut fühlt sich total schön weich an. Ich werde ihn einfach noch ein bisschen länger testen. Wenn ihr gerne dazu eine Review haben möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, jetzt starten wir aber mal mit dem Make-up, denn das ist einiges geworden. Und als allererstes habe ich hier den Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Der ist unglaublich gehypt derzeit auf YouTube und er soll sehr stark deckend sein und ich weiß nicht, jeder liebt den gerade. Und ja, ich würde sagen, wir testen das einfach gleich mal. Einfach mal unter die Augen auf die wunderschönen blauen Augenringe verteilen. Ich finde, das sieht immer so sexy aus. Also ich muss sagen, die Textur von dem Concealer gefällt mir richtig gut. Er ist auch sehr schön hell. Ich finde es ziemlich schwierig für sehr helle Hauttypen Concealer zu finden. Wenn gerade im Winter bin ich einfach so dermaßen blass. Also ich finde, das Ergebnis kann sich eigentlich doch recht deutlich sehen lassen. Setzt sich nicht in den Fältchen ab. Also, ja, doch, ich verstehe, warum der gehypt wird. Ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Machen wir weiter mit einem Eyeliner. Und das hier ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich ein Nachkaufprodukt. Das ist der Liquid Eyeliner von Catrice. Aber den habe ich jetzt bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr nachgekauft, weil ich einfach ein wenig mit anderen Eyelinern herumprobieren wollte. Und ja, jetzt habe ich den lange nicht verwendet und wollte aber ausprobieren,
ob ich den nicht doch lieber habe als alles andere. Ich weiß auf jeden Fall wieder, warum ich den echt nett fand. Das liegt einfach an dieser dünnen Spitze, die ist so unglaublich präzise. Also den empfehle ich auch einfach jedem Eyeliner-Anfänger, der nicht mit diesen Filzstiften zurechtkommt. Ja, ja, doch, ich stehe sehr auf diesen Eyeliner. Wenn das jetzt auf dem anderen Auge auch noch so gut funktioniert, dann hat der definitiv gewonnen. Ja, ja, der hat es definitiv zurück in mein Make-up-Täschchen geschafft. Ich bin unheimlich zufrieden mit dem. Ich kann ihn einfach wirklich nur empfehlen, es großartig. Ja, weiter geht es dann mit einer Mascara, die ich mir neu gekauft habe. Die wurde mir richtig oft empfohlen und zwar ist das die Rocket Volume Express Mascara. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kratzt an meinem Auge. Also die Wimpern werden schon recht schön. Ich kann echt nichts dagegen sagen, aber es kratzt. Es kratzt. Ich meine, vielleicht stelle ich mich einfach nur gerade unendlich blöd an. Aber kennt ihr das, wenn das beim Tuschen der Wimpern irgendwie am Augenlid kratzt? Irgendwie da innen, direkt da, wo die Wimpern beginnen? Also, sie ist nicht schlecht. Ich finde das Ergebnis voll okay, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Ergebnis, das ich jemals mit einer Mascara erzielt habe. Weiter geht's mit Augenbrauen. Da hat Catrice etwas rausgebracht, was es jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht so lange gibt. Auf jeden Fall sind das diese Brow Powder Stifte. Die haben hier so fast schon wie ein Lidschattenapplikator. Und damit soll man sich die Augenbrauen anmalen. Also es lässt sich recht einfach mit dem arbeiten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, nicht sonderlich präzise. Also vielleicht habe ich irgendwie ein Montagsprodukt erwischt oder so. Oder der wurde einfach schon viel gebraucht, weil ich habe das Gefühl, da kommt irgendwie nichts mehr raus. Ich habe den noch nie vorher verwendet. Was ist denn los? Aber ein Tester ist das auch nicht. Vielleicht haben das einfach ein paar Leute als Tester verwendet. Ich finde das gerade echt nicht lustig. Also ich habe da jetzt irgendwie versucht, den letzten Rest oder so, der da drin war, rauszubekommen. Ihr seht, da passiert nicht viel irgendwie. Also das ärgert mich gerade extrem. Also wenn der jetzt echt nach einer halben Anwendung schon leer ist, dann finde ich den nicht so toll. Also wenn einer von euch den zufällig hat, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie zufrieden ihr mit dem seid und wie oft ihr den bisher verwenden konntet, weil irgendwie funktioniert das bei mir nicht so ganz. Und wie gesagt, vielleicht hat den einfach irgendwer immer als Tester verwendet. Keine Ahnung, ich habe zumindest das Gefühl, dass meine Augenbrauen noch nicht mal gleich ausgefüllt sind. Ja, also an sich, die Augenbraue gefällt mir richtig gut, wo noch ein bisschen Produkt vorhanden war. Es ist auch recht einfach zu handhaben. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt davon halten soll. Machen wir weiter mit einer Konturpalette von Catrice. Und zwar ist das die Puderversion, da ich einfach die Creme-Version nirgendwo gefunden habe. Die ist in jedem DM, in dem ich war, ausverkauft. Es ist auf jeden Fall sehr gut pigmentiert. Hätte ich mir vielleicht früher überlegen können. Also, pigmentiert ist es super. Da kann man echt nicht sagen. Ich glaube, ich muss da jetzt mal ein bisschen blenden. Ich muss sagen, ich bin ja echt kein Konturenprofi. Aber also, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Wie gesagt, ich bin darin noch nicht so Profi. Ich muss da ein bisschen noch üben. Und ich bin überfordert, dass das so extrem pigmentiert ist. Aber ich finde es nicht so schlecht. Ich bin sehr begeistert eigentlich von dem Produkt. Mal schauen, wie jetzt das noch mit dem Highlighter aussieht. Ja, der ist nicht so extrem. Gibt aber einen sehr netten Schimmer ab. Ja, finde ich jetzt eigentlich ganz nett so. Was sagt ihr? Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Palette, weil ich mir von der nicht so viel erwartet hatte, da ja jeder sich auf die andere stürzt. Aber
Also mir gefällt sie definitiv. Das ist einer von den Superstay 24 Hours Lip-Dingern von Maybelline. Und zwar in der Farbe 640 Nude Pink Beige Rose. Und ich hatte vor Ewigkeiten mal einen von denen und habe den irgendwo hin verschmissen. Ich habe keine Ahnung. Weiß aber, dass ich damit ziemlich zufrieden war. Deswegen wollte ich mir mal eine Farbe raussuchen, die ich nicht so oft trage. Und zwar geht das hier eher ins Bräunliche, so in Richtung Velvet Teddy oder so, hat es zumindest geswatcht auf meiner Hand ausgesehen. Und seht ihr das? Ich weiß leider nicht, ob man das gerade gut in der Kamera erkennt, aber das ist von gestern. Das sind Reste meiner Swatches von diesen Lippenstiften hier. Und ich krieg die nicht runter. Ich war so oft Hände waschen und duschen und alles. Ich habe mir jetzt keinen Make-up-Entferner drüber geklatscht, weil ich dann irgendwann am Abend auch beschlossen habe, ich will einfach wissen, wie lange das echt hält. Und inzwischen sind das trotz Seife und Duschcreme fast 24 Stunden. Er lässt sich auf jeden Fall echt angenehm auftragen. Deckt auch. Fühlt sich sehr angenehm an und wenn man das so nennen kann, schmeckt auch recht gut. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen heller, als er auf meiner Hand geswatcht aussah. Aber ich muss sagen, ich finde ihn echt hübsch. Da ist auch noch so ein Pflegelippenstift dabei, den man darüber auftragen kann. Aber ich nehme stark an, dass das dann einfach so einen glänzenden Effekt haben wird. Und ich persönlich stehe dann doch eher auf matte Lippenstifte. Deswegen lasse ich den jetzt einfach so, wie er ist. Und ja, er hält, wie man sehen kann, kein Abdruck. Zu guter Letzt habe ich noch zwei Produkte für euch, die ich jetzt nicht direkt live testen kann, aber ich kann euch eine kleine Review dazu geben. Und zwar ist das zum einen das Batiste Trockenshampoo in klein. Und ich glaube, viele Leute wissen, dass ich Batiste Trockenshampoo einfach über alles liebe. Es ist großartig, es ist das beste Trockenshampoo, das ich habe. Und deswegen habe ich es mir auch einfach wieder nachgekauft in einer kleinen Größe für die Handtasche, weil ich das einfach unfassbar praktisch finde. Und das andere ist von Bébémoire das schäumende Reinigungsmousse. Das habe ich mir schon vor längerer Zeit mal bei MDM gekauft. Ich glaube vor 2 Wochen ungefähr. Und damit habe ich mich jetzt immer abends abgeschminkt und muss sagen, meine Haut hat ziemlich gut darauf reagiert und ich habe keine Probleme damit bekommen. Das Make-up ist sehr gut damit entfernt worden. Und ja, das kann ich persönlich euch einfach nur empfehlen. So, das war mein Live-Test-Review zu Dingen, die ich auch schon mal getestet habe, DM-Haul. Wenn euch diese Art von Haul gefällt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann weiß ich das und kann das im nächsten Monat vielleicht einfach auch wieder so machen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein positives Feedback freuen. Oder wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich gerne nachholen. Hier neben mir findet ihr jetzt noch meine beiden letzten Videos verlinkt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!